Eine Billion Chips wurden 2020 weltweit hergestellt, 10% davon in der EU. Die Nachfrage dürfte sich bis 2030 verdoppeln. In Zukunft soll die Chipsproduktion in Europa gesteigert werden. Mehr als 40 Milliarden Euro wollen die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten mit dem European Chips Act deswegen zur Verfügung stellen. Wie ist die Lage auf dem Chipmarkt und wozu braucht es einen Chips Act? Ohne Chip-Herstellung sähe es für die Digitalisierung schlecht aus. Während der Chip-Krise in Europa gab es massive Produktionsausfälle in allen Branchen. Europa ist dabei ins Hintertreffen geraten. Der Europäische Chips Act kann jetzt Österreich attraktiver für Hochtechnologien machen und den Unternehmen die Tür für globale Partnerschaften öffnen. Der European Chip Act ist die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit. Für mein Unternehmen, Infineon, genauso wie für die anderen Unternehmen hier in Österreich. Warum? Weil er soll Rahmenbedingungen schaffen. Nach der Pandemie haben viele Länder erkannt, wie wichtig Mikroelektronik ist und legen deswegen auch viele Programme auf, um die Mikroelektronikindustrie, die eine hochkapitalintensive und investitionsintensive Industrie ist, zu unterstützen. Die USA machen das, China machen das, Südkorea machen das. Und gerade da ist es auch für Europa wichtig, hier Maßnahmen wie den Chips Act zu setzen, damit die europäischen Unternehmen hier nicht ins Hintertreffen kommen. Denn auf dem Treppchen der weltweit größten Halbleiterhersteller stehen regelmäßig Südkorea mit Samsung und Taiwan mit TSMC. Auch die USA sind derzeit mit 7 Unternehmen in den Top 10 der weltweit größten Halbleiterhersteller vertreten. China macht ebenfalls Fortschritte. Chinas wichtigster heimischer Produzent, die Semiconductor Manufacturing International Corporation, hinkt dem taiwanesischen Weltmarktführer laut Experteneinschätzungen in Produktion und Entwicklung zwar noch mindestens 2 Jahre hinterher, die Abstände werden jedoch kürzer. Die USA stehen im Moment im Technologiesektor an der Spitze. Damit das auch so bleibt, gibt es jetzt breite Exportbeschränkungen gegen China. So wurde der Export von Maschinen zur Chipherstellung verboten. China pumpt zwar selbst Milliarden in die Halbleiterproduktion, die Chiphersteller sind aber von westlichen Anbietern abhängig. Wir haben einen enormen Chip-War, allerdings vor allen Dingen in Asien. Der Grund ist die Konfrontation zwischen den USA und China im Technologiebereich. Die USA haben seit 40 Jahren, etwa die Hälfte des Weltmarktes im Halbleiterbereich, im Chipbereich. Jetzt wächst China, jetzt ist Taiwan da, Korea, das sind die großen Investitionsländer und die USA haben allergrößte Sorgen, dass sie ihre Vorherrscher in diesem Bereich verlieren und reagieren ausgesprochen empfindlich. Auf EU-Ebene fordern VertreterInnen aus der Wirtschaft jetzt europäische Souveränität. Insbesondere die Stärken Europas in der Chipproduktion müssen ausgebaut werden. In Europa ist man gut im Bereich der Spezialisierung, beispielsweise Chips für Autos herzustellen, Maschinen herzustellen, die dafür notwendig sind, um Chips zu bauen. Da ist Europa traditionell stark. Für eine erfolgreiche digitale Zukunft und ein unabhängiges Europa und Österreich muss der Chipstandort Europa trotz der starken Konkurrenz in Asien und den USA wettbewerbsfähig bleiben. Daher drängt die Wirtschaft auf eine schnelle Umsetzung des European Chips Act.